Kompressionsstrümpfe. Ab jetzt in Ihrem Sanitätshaus Rahmer. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, Sie zum 30. Ostereröffnungsschießen bei uns im Clubhaus der SG Brühl begrüßen zu dürfen. Besonders begrüßen möchte ich unseren Bürgermeister Dr. Ralf Glück und bitte ihn hiermit unser großes. Liebe Freunde von der Sportgemeinde, lieber Herr Metz, liebe Freunde von der Sportgemeinde, ich habe mich also ganz in grün gekleidet heute. Wer es sieht, ich habe sogar extra meine Brille verwandelt für euch, grün. Das ist also ganz im Sinne der Schützen sozusagen und der Jagdhornbläser hat alles hier zusammen, um kurz vor Ostern hier dieses Ostereierschießen mit Ihnen zusammen zu eröffnen. Und es ist eine Ihrer größten Veranstaltungen, habe ich mir sagen lassen, was die Resonanz angeht während der nächsten 14 Tage. Und den Osterhasen, den haben wir auch sehr schön gewandelt hier. Für die Aufhänger wurde bedanken. Vor allen Dingen möchte ich mich bei der Gemeinde Brühl bedanken, dass sie immer noch so hinter uns Schützen stehen, was auch nicht mehr allerorts so üblich ist, dass die Schützen einen so festen Stand noch haben in der Gemeinde. Ich möchte mich bei unseren Jagdbaumlesern bedanken. Wir sind jetzt beim Ostereröffnungsschießen der SG Brühl. Und heute wird geschossen mit Kleinkalibergewehren und nur für geladene Gäste. Und ab Freitag ist dann das Schießen für die Öffentlichkeit, jetzt am kommenden Freitag, Samstag, Sonntag und dann nochmal am Ostersamstag, Sonntag und Ostermontag. Am kommenden Sonntag und am Ostermontag ist bei uns Pfeil- und Bogenschießen, das machen unsere Bogenschützen. Und bei uns ist es auch möglich, dass Kinder unter 12 Jahren schießen, da wir im Besitz von Jugendgewehren sind. Dazu sind alle recht herzlich eingeladen. Wir würden uns über ein Kommen freuen. Am Sonntags und am Ostermontag ist für Essen und Trinken gesorgt. Software-Schießen macht viel mehr Spaß. Aber was nennt die Zähne so arg? Ist der Ton nicht drauf? Ja. Na, macht der Ton weg. Wir werden den Hasen auch schießen. Na, dann, du musst erstmal Salz auf das Schwänzchen geben. Ja. Ja. Okay. Was? Okay.